Stardew Valley Multiplayer. Map, map. Map, map, map. Mit Marok. Map, map. Und Buddy Fox 13. Map, map. Okay, Leute. Wir sind wieder da. Wir warten darauf, dass der Wardrock in den 18. Tag startet. Ja. Und los geht es. Map, map. Wir sind manchmal ein bisschen bekloppt, Leute. Wundert euch nicht. Wir wundern uns auch nicht. Du kannst das Obsidian Edge abholen, wenn du möchtest. Ja, kann ich, will ich aber gerade noch nicht. Ich würde ja meistens die Hand drücken, aber. Wir können genau 10-10 machen. So, ich gehe immer wieder in die Mine. Weil die Geister sind happy mit mir heute. Hast du auf den Wetterbericht geguckt? Nee. Ich würde mich freuen, wenn es morgen regnet. Ich werde meine Gießkanne upgraden. Also muss ich morgen alles mit deiner Gießkanne gießen. Ja, das dachte ich mir auch. So. Auf alle, geht's. Alle zwei Tage gibt's übrigens Kaffeebohnen, Leute. Also, wenn ihr Kaffee trinken wollt, kommt morgen wieder. Also, nee. Eigentlich in 10 Minuten. Du, 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 du. Ah, das geht nicht. Ich gieß mein ganzes Wasser daneben hier. Oh mein Gott, das ist so viel besser mit der Obsidian Ash zu kämpfen. Wow, wie ich auch den Debuff kriege. Er zeigt ihn mir zwar nicht an, aber er leuchtet bei mir mit. Ich weiß gar nicht, was der Debuff macht. Er debufft dich. Brauchen wir jetzt sogar noch Spezielles aus der Mine eigentlich? Gold. Sehr viel Gold. Ja, das sollte machbar sein. Das Gute ist, dadurch, dass ich ja mein Dings habe. Brauchst du einen blauen Mushroom? Purple Mushroom? Nimm mit, die sind gut wertvoll. Ich glaube, den brauchst du auch für irgendeine. Ich glaube, wir brauchen noch für irgendwas, ja. Ich kann aus drei. Also, ich kann aus Eisenbarren auch mal drei Kupferbarren machen. Ich habe noch kein weiteres Dings, kein Transmute für Eisen zu Gold. So, dass wir Gold zu Eisen machen kann. Wann ist das? Am Mining-Level höher, glaube ich. Ach so. Wow. Ich glaube, das hat man überhaupt nicht erkannt, dass ich die Melodie damit machen wollte. Du hast eine Melodie gemacht damit? Ja. In meinem Kopf hat das funktioniert, aber in meinen Ohren schon nicht mehr so gut. In unseren Ohren auch nicht. Das ist nicht so schlimm, das sind eure Ohren. Was gehen mich denn eure Ohren an? Ah, weißt du noch, wie Frau Kaiser mal gesagt hat? Ob wir Geld nur mit G oder mit K schreiben, ist egal. Hauptsache ich hab's und kann damit rechnen. Ja. Oder da stehen den Deutschlehrern zwar die Haare zu Berge, aber was geht uns denn unten denen ihre Frisuren an? Naja. Mathelehrer haben manchmal tolle Sprüche. Ja, ja. Vor allem Frau Kaiser, die war cool. Ja. Ein Shoutout an Frau Kaiser. Es fängt los. Es fängt los. Minen oder Stadt? Stadt. Heyo. Mach meine Gießkanne. Verbessere mal meine Gießkanne. Mach das. Stahlgießkanne. Oh, 5000 braucht die ja sogar nur. Ja, 10.000 für Gold. Ja, ich hätte meine Goldspitzhacke machen können, wenn ich meine Goldhacke hätte. Meine Eisenhacke. Dann könnte ich ja gleichzeitig noch und jetzt noch. Brauchst du Geld jetzt erstmal noch? Sonst könnte ich gleich meine die nee, aber du musst jetzt hin, bevor er dich so, macht. Ja, nee, da habe ich keinen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt klappt, dass man es zeitgleich noch abgibt. Ja, doch, das geht. Am Anfang ja. Aber ob es jetzt noch geht, weißt du? Die ändern ja ständig Sachen. Achso, ja, aber warum nicht? Set is this thing of a beta. It's the final beta mode. Privatohren. Subjekt-Ohren sind privat. Achso, ja. Darf keiner ran. Niemand. Nicht einmal sie selbst. An mein Haar kommt nur Wasser und Quark. Denn das neue Quark gibt meinem Haar die. Verdammt, es war gestern Mittwoch und wir haben wieder vergessen, ein Dings zu kaufen. Mittwoch und Freitag, ne? Was? Ein Rare Seed. Hä? Nein. Freitag und Sonntag. Immer noch. Immer noch. Irgendwann werde ich mir das auch merken, tatsächlich. Deswegen bin ich auch so entspannt.
600 GB in Lieferung. Ein Kugelfisch. Hast du einen Kugelfisch? Musst du bei uns in der Kiste nachgucken. Aber ich bezweifle es ganz stark. Ja, Sugi, jetzt weiß ich das auch schon. Dankeschön. Apropos, ich hab schon wieder die Fischdinger unten vergessen. Ja, mach ich. Ich meine, könnte ich Abend noch machen? Du darfst übrigens, wir können einfach Sachen verkaufen und dann darfst du dir morgen eine neue Angel kaufen, wenn du möchtest auch. Ja. Oder wir sparen zwar die Spitzhacke mal verbessern. Aber eigentlich müsstest du langsam auch dahin noch ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde, die Spitzhacke ist erstmal wichtiger als die Angel. Ja, dann sparen wir bis weiter. Weil die Angel bringt uns halt nichts, außer dass wir dann irgendwann die, ist meine Gitarre voll? Oh, meine Tasche voll. Außer dass wir irgendwann die Schürferplatte kriegen da. Ja. Und ob die jetzt so wichtig ist, ich weiß nicht. Das glaube ich nicht. Heute nicht. Na, und vor allem können wir dann unseren Meteoriten endlich mal abbauen. Ich glaube, das ist mit den Kisten noch ein bisschen buggy. Weil die gehen immer zweimal kaputt. Ich kriege immer doppelten Loot raus. Das ist doch in Ordnung. Reg dich doch nicht auf, dass sie doppelt kaputt gehen. Ich glaube, die Kisten sind quasi die gleichen Entitäten wie die Kisten, die man auf den Ebenen kriegt. Also die Loot-Kisten. Ja, aber da dürfen sie auch noch einmal Loot kriegen. Nee, aber da kann jeder die öffnen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und die werden quasi, wenn ich sie kaputt mache, einmal in meiner Instanz und einmal in deiner Instanz gekillt. Ach so. Das ist möglich. Und da aber die Items, die rausfliegen, weil bei uns beiden die sichtbar sind, kriege ich die halt doppelt. Eine Transschnecke, Schnandstrecke, eine Schandstrecke? Nee, eine Schnandstrecke. Was auch immer. Ja. Ich bin gleich eben 100. Ah, nee, die kann ich eh nicht da sehen. Ah, verdammt, der hat doch schon zu, ne? Wer? Wann macht ein. 4 Uhr. Okay. Der Schmied. Nee. Unser Freund vom Gebüschbahnhandel. Der macht. Oje, wann macht denn der zu? Keine Ahnung, ich würde erst Sogi fragen, aber die kann nicht so schnell sterben. Hast du eine Sternfrau? Ja, in 100, kannst du holen. Gab's da schon immer einen Star-Drop? Ja. Krass! Und das Obsidian-Edge kannst du auch holen. Ja, mach ich gleich noch. Und ihr könnt Lavafische fangen. Sternbruch. Der Hof Bisk. Bisk-Farm. Der Bischof hat 50.000 Gold verdient. Geld. Oh, guck mal, ich kann Sachen kaufen, obwohl Pierre nicht mehr da ist. Ja, und wir haben 10.000 geknackt. Wir müssen gucken. So. Ja, warum ist da eine kaputte. Das ergibt keinen Sinn. Du, wir könnten auch langsam mal darauf hinsparen, dass wir für 10.000 uns die Beutelerweiterung noch kaufen, ne? Müssen wir auch langsam mal. Wir müssen mal richtig Geld machen. Solltest du hier sein und mal nach den Tapeten gucken, wenn du die mit dem Sternmuster siehst, ja. Bitte einmal kaufen. Warum? Weil die. Oh, gute Nacht. Suki, weil die, wenn man die in den Breeder setzt, zu einem Dinosaurier wird. Was? Ich weiß nicht, ob sie den Bug gefixt haben, aber früher ging das, dass man die als Dinosaurier in den Breeder packen kann. Okay. Da gab es einen kleinen Bug, weil die gleiche ID hatten irgendwie oder so. Was auch immer, ja. Und ein Dino-Ei kann halt teilweise echt schwer zu finden sein. Es gibt Leute, die haben die nach mehreren Jahren noch nicht gesehen. Also ich bin ziemlich schnell immer. Das liegt auch daran, weil ich halt so oft und so viel angle. Also einmal auf 90 das Obsidian-Schneide. Obsidian-Schneide. Und einen Sternentropfen. Sternenfall. Hey, Foxhound ist da drauf. Sternenfallfrucht. Ja, ich glaube, im Arschloch schmeißt der mal hier rein.
Voller Gedanken an Tee. Oh. Deine maximale Energie wurde erhöht. Ich sehe ja gar nicht gut, was bei mir stand. Ganz kurz. Na, was hast denn du als. Ich weiß es nicht mehr. So, hast du die Dinger unten schon gemacht? Verdammt, ich kann das nicht holen. Fishing Pots? Ja. Hast du sie ja schon wieder gefüllt? Ich habe nur eins mal bekommen. Ja. Hat sie Danke geschrieben? Ja, gut, war nichts Wichtiges mehr. So. So, du kriegst deine Spitzhacke zurück. Yes, ja! Weil ich werde den. Ich gehe dann am nächsten Tag die Angel holen und gehe dann angeln. Um meinen Angelskill endlich mal voll zu kriegen. Jetzt doch die Angel? Ach nee, die Angel nicht holen. Aber ich gehe trotzdem angeln. Ha, das erste Mal, dass wir einen Rubin haben. Ich habe einen Rubin gefunden. Ich habe auch einen Rubin gefunden. Mann. Der ist schon in der Kiste unten drin. Ja, ich pack ihn da oben hin. Für Gunther. Ein Waldschwert. So. Ich habe meine Iron Edge direkt schon verkauft gehabt dann. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich auch machen können. Ich war da in der Nähe. Egal. So. Na Mensch. Da haben wir doch jetzt einiges geschafft in der Mine. Ins Bett. Wie viel gibt es 120 Ebenen, oder? 120 Ebenen. Und ich zeig dir da einen Trick, wenn wir auf der 120. Ebene sind. Okay. Wir kommen nämlich in die Wüste, ohne die Wüste freizuschalten. Was? Was müssen wir machen, um den Bus freizuschalten? Geld. 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 Okay. Geld. Nee, dann kommen wir auf Ebene 120, dann zeige ich dir, wie wir in die Wüste kommen. Halt, ich wollte noch. Leute, seid gespannt. Es gibt einen kleinen Trick. Wer hätte es erwartet? Sunny Day morgen? Oh nee! Was? Na, rate mal, wer. Geh mal. Warte mal. Nimm mal bitte deine Gießkanne und gieß mit. Ich erklär dir gleich warum. Ich geh mir gleich eine zweite Gießkanne holen. Ich hol mir die von Sassy Kuh. Ich will halt nicht alles alleine gießen müssen. Ich mach's extra langsam, damit du schon fertig bist. Das ist kein Problem. Nein, ich muss nur schnell. Ich hab Post gekriegt übrigens. Du hast Post. Ich hab Post gekriegt. Post. Post Show, gell? So. Ich werde das eine Waldschwert dann bei Sassi ins Inventar packen. Einfach in die Rechte. Und wenn wir dann gerade mal nichts zu upgraden haben, können wir immer noch Sassis Sachen upgraden. Ja, wir werden schon. Allein das ganze Zeug zum Thema Tiere kaufen und sowas wird auch noch Geld gekosten. Nee, ich meine jetzt nicht, dass wir das Geld zu viel Geld hätten oder so. Da können wir genug sparen, um Sachen irgendwie noch zu kaufen. Eher so, dass wir halt gerade die Möglichkeit haben, weil wir die Rohstoffe dazu haben oder so. So, es ist übrigens Freitag, ne? Ja. Ich werde gleich einen Rare Seed kaufen. Ernsthaft? Für das letzte Feld nicht, weil wir einige Felder doppelt gegossen haben. Wir leuchten. Wir kriegen halt auch den stetigen Fluss an Kohle und ein bisschen Erze und Steine hier durch. Das ist ziemlich praktisch. Das ist wirklich gut, vor allen Dingen Kohle. Kohle wird später noch richtig nützlich sein. So, was wollte ich jetzt machen? Ja, du wolltest zum Händler gehen. Ha! Deswegen wollte ich hier unten raus. Sehr gut. Ist immer gut, einen Wartrag dabei zu haben, Leute. Ich gehe auch zum Händler. Ich will wissen, was der verkauft. Ich glaube, es kann nur einer mit dem reden, oder? Kristallboden. Ah, ne. Schattenessenz. Tigerschwert, die braucht man. Seltene Saat. Brauchen wir Sashimi? Guck mal, was ganz nach unten. Du hast auch eine Rare Seed. Wir können sie beide kaufen. Ja, ich kaufe mir aber die Tiger Shroud noch. Eine. Da brauche ich nicht angeln. Tigerforelle, ja. Und wir brauchen Sashimi für irgendwas, oder? Quest? Sashimi können wir. Will nicht Pierre, wenn man Sashimi haben oder sowas? Ja, aber das können wir bis dahin auch selber machen. Okay. Du. Das kaufen Stimmt, da kommt ja Fisch Annie rein, ne? Da kannst du so eine Schnecke reinmachen. Eben.
Es gibt bestimmte Fische, da gibt es eine ganze Liste von, die lohnen sich immer oder ab und zu Sashimi zu machen, anstatt sie so zu verkaufen. Meistens lohnt es sich nämlich nicht, Essen zu bereiten aus den Zutaten, sondern sie roh zu verkaufen. Ja. Um Sebastian rumzukriegen. Naja gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt Sebastian rumkriegen. Außerdem, für Sebastian gibt es eine Sache, die viel leichter ist als Sashimi. Und zwar, du brauchst ein Void Chicken und du musst es mögen. Dann legt es dir irgendwann Iridium Void Eier, Schatteneier. Und die sind super, super gut, weil er mag die Schatteneier. Und das klingt irgendwie... Ich glaube, ich lasse mich von Werbung beeinflussen. Wow, ja. Nee, mach ich nicht. Nein, auf jeden Fall... Pierre hat gerade Werbung geschickt. Ja, Pierre hat gerade Werbung geschickt. Auf jeden Fall Sebastian hat eine Schwäche für diese Schatteneier. Und wenn du die auf Iridium-Qualität hast und sie ihm zu seinem Geburtstag schenkst, das müssten 5 Herzen sein oder so dann. Also es lohnt sich halt auf jeden Fall richtig. Sollten wir nicht langsam mal den Schlüssel bekommen? Na, haben wir schon 50 Sachen? 40, oder? Nee, 50 oder 60. Krass. Müssen wir da drin haben. Krass, ich dachte, das sind nicht ganz viel. Ich dachte nur 40. Achso. Du angelst. Ich angel, ja. Dankeschön. Wenn du das Niesen und das Gesundheit rausschneidest, ist es so seltsam, dass du auf einmal Dankeschön sagst. Das stimmt. Aber das geht ja keinem was an. Achso, ich wollte Lavafischen gehen. Wenn ich Lavafische kriege, die kriegen sie diesen ordentlich Geld wert. Oh ja, der Lava-Aal. Ich meine, wahrscheinlich werde ich ihn nicht mal rausziehen können, weil der zu sehr abgeht. Vor allem mit der Standardlage. Wir müssen überall mal aufräumen hier. Das mache ich im Winter immer. Wenn ich sowieso Langeweile habe. Ja, weil es spawnt halt mehr, wenn aufgeräumt ist. Hast du mir das nicht damals sogar erzählt? Nee, nicht, dass ich das wusste. Irgendjemand hat mir das mal erzählt. Ah, das war Luna wahrscheinlich seiner Zeit, ihrer Zeit, meiner Zeit. 60 Dinge müsst ihr für den Schlüssel abgeben. Ja. 60 Dinge, die sie abgeben sollten, um einen Schlüssel zu bekommen. Das ist eine Menge. Es ist nicht komplett voll, aber es ist eine Menge. Nee, es gibt glaube ich 120 auch. Also es gibt auf jeden Fall ziemlich viel. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der so einen fancy Garten hat? Wie kann denn der Joja Cola aus der Lavasee rausziehen? Angeln und dann ziehen. Das Zeug muss ja... Das überlebt wahrscheinlich einen Atomschlag. Klingt nach Coca-Cola. Klingt nach BASF. Ein hoher Magnetringer. Und Brillen. Ja, ich verliere auch immer meine Brille im Lavasee. Okay, dass das ein Broken Glasses sind, also eine kaputte Brille, das kann ich mir vorstellen. Ich bin zu blöd. Ja, ich guck dir zu ein bisschen. Ja, ich merk schon. Ultra spannend, ne? Ich muss nicht viel machen. Oh, noch eine CD. Wenn du es schaffst, zu angeln, ohne hinzugucken. Ja, ich ziehe ja keine Fische raus mehr, anscheinend. Du hast vielleicht heute kein gutes Glück. Wirklich. Bekommt man noch alle Erfahrungen, wenn man den Müll rauszieht? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon, aber nicht so viel. Das würde Sinn ergeben. Ich habe halt leider meine Info-Suit-Mod nicht. Meine Info-UI-Info-Mod nicht an. Übrigens, ich höre es jedes Mal, wenn du bei mir, wenn du Setzlinge kaputt machst. Ah, okay. Dann höre ich mir den Witch. Also dieses Geräusch. Ich glaube, in diesem Lavasee lebt nur Müll. Wenn der Müll da schon lebt. Würde mich nicht wundern, wenn er im Lavasee schwimmt. Hast du den Gießkanne jetzt abgegeben? Gestern schon. Achso. Morgen kann ich die abholen. Aber immerhin kriegen wir so ein bisschen... Am Montag? Oh, heute ist Sonntag, ne? Heute ist Freitag. Heute ist Sonntag. Im Spiel ist zwar Freitag, aber im wahren Leben ist Sonntag. Achso.
Ich ziehe den Müll raus. Kiefernzapfen. Tannenzapfen. 200 Bleistifte. Das war das 11. Mal angeln. Ich habe noch nicht einen Fisch gekriegt. Tja, du brauchst echt die Wunderhake. 9000. Hauptsache, ich höre deine Sichel. Heute ist doch nicht Mittwoch. Ach so, okay, du hast doch keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Geisterfische. Die leben nicht in dem Ding hier. Nein, da leben die. Also bei den anderen leben immer Geisterfische und die anderen Fische. Ach so, ja. Und ich glaube, hier gibt es nur diese Lavafische und die, dass die anbeißen, ist halt sehr gering, die Chance. Deswegen ziehe ich halt Müll ohne Ende raus. Ja, ich glaube, es hängt halt mit dem Glück zusammen, ja. Aber so schlimm? Ja, du weißt doch. Glück in der Liebe, Pech im Spiel oder so. Ja, ja, okay, gut, das würde einiges erklären. Aber ich glaube, das ist so ein Deal, den du auch bereit bist einzugehen, ja, oder? Ja, da habe ich kein Problem. Außerdem ist das alles Rohstoff hier. Die Liebe ist doch auch ein Rohstoff. Ja. Ja, ganz links war übrigens eine Menge Unkraut, ne? Ja, lass das Unkraut da ganz links. Wo? Ah, da. Hinter dem Baum. Sugi, ich glaube, das muss dir nicht leid tun. Ich glaube, dass, wie gesagt, das ist ein, in Anführungsstrichen, Opfer, das er gerne bereit ist zu bringen. Auf jeden Fall. Es ist so witzig, dass ich ab und zu mal deine Sichel einfach höre bei mir auf dem rechten Ohr. Ja. Da schon wieder. Manchmal würdest du sie vielleicht auf dem linken Ohr hören, wenn du da auch ein Ohrstöpsel drin hast. Nee, das Headset ist kaputt. Die Kopfhörer, das funktioniert nur der eine. Oh. Außerdem würde ich dich denn richtig anbrüllen. Wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich gerade gehört, wie du das ganze Gras kaputt gemacht hast. Okay. Oh, meine Energie ist fast leer. Wir sollten uns noch ein zweites Silo bauen. Ich habe gerade meine gesamte Energie leer geangelt. So. Mein Ergebnis sind 6 Cola-Dosen, 4 kaputte Brillen, 5 CDs, 3 nasse Zeitungen, 2x Müll und 1 Stock. Ich würde sagen, läuft bei dir. Was zur Hölle? Also, sollten wir jemals Yoga-Cola brauchen? Ich weiß, wo ich die das heute herkriege. Wir haben hier oben auch schon 2. Müll. Warum ist in der Kiste Müll? Boah, Mafi. Achso, das könnte auch nicht rein. Kann ich auch noch woanders hinpacken. Ist da auch Müll? Nasse Zeitung aus Lava, ja, das ergibt Sinn, ja. Ich finde auch den Stock super. Treibholz aus Lava. Ja. Nein, ich finde nasse Zeitung aus Lava, muss ja, ich Sugi recht geben. Ich finde auch die Cola-Dosen super. Ach, die kann man auch trinken. Hast du was verkauft heute? Nee. Verkauf mal was. Habe ich gemacht. Schon der zweite Tag, ne? Ja. So. Machst du Musik? Ja. Ich dachte, es wäre lustig, dir das Ding so hinzustellen. Ja. Wo der Drumblock ist besser. Ja, dann laufe ich mal den schlechten Weg. Ja, immer wenn du gegenläufst. So, wir haben den 19. Tag hinter uns gebracht. 125 für einen Fisch bekommen, weil Herr Wardrak immer nur Müll geangelt hat. Was viel witziger ist, das fällt mir jetzt auf, ist, dass deine Leine überhaupt wieder zurückgekommen ist. Ich habe einfach verbrannt. Ich habe eine Bambusstange. Ja, und die Leine ist anscheinend feuerfest, ne? Das ist halt so toll. Nichts ist besser als warme Joja Cola. Ja, Sugi, ich möchte, dass du das bitte einsprichst, uns als Audioclip schickst. Ich würde das in das OBS aufnehmen bei mir. Und immer, wenn wir aus dem Lavasee eine Joja Cola angeln, spielen wir es ein. Nichts ist besser als eine warme Joja Cola. Dann weißt du aber, dass ich die ganze Zeit nur angeln will. Das wäre sehr lustig. Sugi, du könntest uns generell irgendwelche lustigen Sprüche aufnehmen. Und dann könnte ich dir wie so ein Soundboard aktivieren. So, da, da, Illuminati. So. Boah, Mafi. Boah, Mafi. Boah, Mafi. Ja, das wäre voll gut. Ja. Doch. Oh. Oh, das war's auch schon wieder für heute, Leute heute. Wir sehen uns morgen wieder, passend zur neuen Woche.
Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.